In der heutigen Newsfolge geht es um Carlos Sainz wechselt 2021 zu Ferrari und Daniel Ricciardo zu McLaren. Neue Infos zu F1 2020. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Tagelang wurde schon spekuliert, wer Vettels Nachfolger bei Ferrari wird, doch heute wurde es endlich offiziell. Carlos Sainz wechselt 2021 von McLaren zu Ferrari und erhält einen 2-Jahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Damit hat Ferrari die jüngste Fahrerpaarung seit 50 Jahren. Sainz Vertrag wäre 2020 so oder so ausgelaufen. McLaren hätte ihn per Option auch noch 2021 behalten können und selbst eine Gehaltserhöhung stand im Raum. Wer wiederum seinen Platz bei McLaren einnimmt, wurde heute Vormittag ebenfalls bestätigt. Daniel Ricciardo kommt von Renault und erhält einen Mehrjahresvertrag. Er hatte sich schon vor Sainz und den Gerüchten zu Ferrari bei den Briten ins Spiel gebracht, auch schon vor 2 Jahren. Renault hat 50 Millionen Euro in Ricciardo für 2 Jahre investiert. Sebastian Vettel lehnte gestern das McLaren-Angebot ab, weil er keine Aufbauarbeit mehr leisten möchte. McLaren sagte ihm, dass sie mindestens 3 Jahre brauchen, um ein Siegerauto zu haben. Bei Renault würde dann entweder einer ihrer Nachwuchspiloten oder sogar Fernando Alonso das Cockpit von Ricciardo übernehmen. Hamilton steht wohl vor einem neuen 2-Jahres-Vertrag. Vettel hat wohl nur noch das Karriereende, das unwahrscheinliche Mercedes-Cockpit oder ein Sabbatjahr als Option. Sergio Perez ist auch der Meinung, dass er aufhört. Viele größere Formel-1-YouTuber wie zum Beispiel iContrast, TimeAd Murdoch oder auch Arava haben gestern diverse Gameplays von F1 2020 gezeigt und viel dazu erzählt. Ich habe mir das Ganze mal angesehen und das mal zusammengefasst. Eins vorab, sollte ich etwas falsch übersetzt oder vergessen haben, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Los geht's. Das Force Feedback wurde im Vergleich zu F1 2019 verbessert. Das Downshiften wurde geändert, das bedeutet, das rasante Zurückschalten bis in die niedrigen Gänge ist nicht möglich. Außerdem kommt es zu einem neuen Overlay, wie quasi bei jedem neuen Teil. Dort kann man erkennen, dass das ERS grundlegend verändert wurde und nur noch 3 statt 5 Modi hat. Dazu kommt es zur Premiere des Overtake-Buttons. Wenn man in der Cockpit-Perspektive fährt, kann man im Halo einen Rückspiegel wie in iRacing erkennen. Sollte es zu Regen kommen, werden die Zuschauer ihre Regenschirme auspacken. Im Setup-Bereich kann man ab dem Game die Reifendrücke für jeden einzelnen Reifen anpassen. Die Standard-Setups sind von Strecke zu Strecke unterschiedlich und die Strecken wurden breiter gemacht bzw. Streckenabschnitte der Realität angepasst. Zandvoort wurde von Codemasters per LiDAR-Daten mithilfe von lasergescannten Bildern eingebaut. Jeff ist in Bezug auf die Audio ein bisschen hochauflösender. Die Formel-2-Saison kann vollständig gefahren werden, doch bei Butler und Weber kommen in dem neuen Game nicht mehr vor. Eine Neuheit ist, dass die Fahrer zurücktreten bzw. wieder zurückkehren können. Bei einem Rücktritt können Formel-2-Fahrer in die Formel 1 aufsteigen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich habe schon geahnt, dass Sainz zu Ferrari geht, aber dass Ricciardo zu McLaren geht, überrascht mich, weil ich felsenfest davon ausgegangen bin, dass Vettel zu den Briten geht. Natürlich freue ich mich für die beiden und wünsche ihnen dort viel Erfolg. Wer könnte eurer Meinung nach Ricciardos Nachfolger bei Renault werden? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Die Neuheiten in F1 2020 hören sich wirklich vielversprechend an und es freut mich auch, dass Codemasters auf die Fahrer gehört hat und die Strecken der Realität angepasst hat. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Niklas Schmidt. Er fragt, und zwar ziemlich ausführlich, ich glaube, Sepp hört auf. Auch wenn ich es mir nicht wünsche, aber warum soll er es nochmal wo neu probieren? Ferrari war sein Traum, es hat nicht geklappt und jetzt will er Zeit mit seiner Familie verbringen. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass er zu Red Bull zurückkehrt. Ich glaube, zu Ferrari wechselt Giovinazzi. Er ist der perfekte Nummer-2-Fahrer für Ferrari. Warum soll Sainz wechseln? Er ist in einem Team, was extrem gut aussieht für die Zukunft. Und Ricciardo? Den hatte Ferrari ja schon 2019 holen können. Mein Traum wäre ja, dass Alonso zurückkehrt. Was meinst du, Mike? Helmut Marko hat eine Rückkehr Vettels zu Red Bull ausgeschlossen. Die beiden Fahrer sind einfach zu teuer. Giovinazzi kommt für Ferrari noch zu früh. Sainz ist meiner Meinung nach der richtige Fahrer für die Scuderia. Er war noch nie in einem Top-Team, ganz im Gegenteil zu Ricciardo. Der wäre für Ferrari einfach zu teuer. Alonso wird 2021 sicher nicht zurückkehren, es sei denn, er ändert seine Meinung, denn vor kurzem sagte er, dass er sich eine Formel-1-Rückkehr erst 2022 vorstellen kann, da dort die neuen Autos debütieren. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.